Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Herzlich willkommen zur heutigen Adventandacht aus der Evangelischen Kapelle im AKH. Mein Name ist Marietta Geuder-Meierhofer und ich bin hier im Krankenhaus mit meinem Team aus Ehrenamtlichen und Praktikantinnen Seelsorgerin. Weihnachtszeit im Krankenhaus oder im Pflegeheim und das zu Corona-Zeiten. Es ist eine Herausforderung für uns alle, für die Patientinnen und Patienten, für die Menschen in medizinischen Berufen, für die Besuchenden und alle, die nicht hier ins Haus dürfen und für die Menschen, so rundherum im Haus tätig sind. Die Konfrontation mit Situationen und Emotionen, die Einsamkeit und Unsicherheit, Angst und Ohnmacht, Freude über Kleinigkeiten und den Glauben, sie werden so ganz bewusst und noch verstärkt wahrgenommen. Konfrontiert mit neuen Seiten des Lebens, immer wieder neu die Frage, was trägt mich und wie will ich auf mein Leben sehen? Was ist mir zur Zeit gerade wichtig? So nehmen wir diese Gedanken mit in die Andacht, die wir beginnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wahrzunehmen. Das ist schon eine besondere Gabe, wenn ich daran denke, wie Menschen darauf warten, wieder aus einer Quarantäne herauszukommen, wie Menschen auf Operationen warten, wie Menschen auf den einen Besuch warten, nach einem arbeitsreichen Nachtdienst auf den Morgen warten. Menschen, die auf die Öffnung der Grenzen warten, auf die Versöhnung zwischen Streitenden, auf die Erfüllung ihres Lebens. Kinder, die auf den Heiligen Abend warten. Warten, das ist doch kein so feiner Zustand, oder? Und das soll göttliches Gesetz sein? Die Bibel ist gespiegelt.
gestrickt von Momenten, in denen es den Gläubigen nicht so gut gegangen ist, auch mit den Warten. Haben sie doch lange auf die Wiederkunft Christi gewartet. Und sie bleibt aus. Sie müssen sich immer wieder für ihr Denken, ihre Nachfolge, ihr Handeln rechtfertigen. So schreibt auch Paulus an die Römer: Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Zwei Dinge sind Paulus besonders wichtig geworden. Die Christen sollen sinnvoll und gemeinschaftlich leben und sie sollen die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi nicht aufgeben. Geduldig ausharren heißt das Gebot der Stunde, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. So schreibt er. Und dennoch, es ist eben für uns auch einfacher, denke ich, wenn wir wissen, worauf wir warten. Auf das Wachsen eines Baumes. Da freut es uns, das Keimen und Austreiben zu sehen. Auf die Ankunft eines Kindes. Da freut es uns, den wachsenden Bauch zu sehen. Auf den Besuch des Freundes. Da ist es auch möglich, ein bisschen Einsamkeit besser auszuhalten. Auf den Morgen. Auf das Ende einer Pandemie. Auf die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden. Versöhnung zu erlangen. Auf das Leben bei Gott. Dann, wenn wir wissen, worauf wir warten, können wir hoffnungsvoll sein und das Warten eben anders gestalten. Wir können den Blick wieder auf den Moment richten und unser Leben im Hier und Jetzt gestalten mit den Möglichkeiten, die uns in diesem Moment gegeben sind. So möchte ich noch einen Text vorlesen von einem unbekannten Verfasser, einer unbekannten Verfasserin. Verliert euch nicht. Oder anders gesagt, findet euch wieder. Die Aufgaben werden nicht verschwinden, aber die Zwischenräume könnt ihr weiten. Dass genug Raum ist für dich, wie Gott dich gewollt hat, Mensch mit menschlichem Antlitz, mit einem Herz, das hüpft vor Liebe, mit Seele, richtig Seele und wachsendem Mut, den Frieden auszurufen und dass ein guter Stern über allem steht. Die Geschichte von jenem Kind, das gekommen ist mit Licht und Liebe und Gott und uns Menschen im Herzen. Diese Geschichte, die kennt ihr ja schon. Gut so. Verliert euch nicht. Thank you.
Warten der Lasttragenden auf die Kraft, die ihnen weiterhilft. Das Warten der Deprimierten auf das Wort, das sie aufrichtet. Das Warten der Kranken auf Heilung und Gesundheit. Das Warten der Sterbenden auf Hilfe und Erlösung. Das Warten der Hungernden auf Reis und Wasser. Das Warten der Arbeitslosen auf Anstellung und Würde. Das Warten der Gefangenen auf Menschenrecht und Freiheit. Das Warten der Flüchtlinge auf ein Asyl unter Menschen. Das Warten der Jugend auf eine Zukunft. Das Warten der Kinder auf ein Leben ohne Angst. Alles Warten der Welt wird im Advent zum Kranz gewunden, der die Erde umarmt. So lasst uns noch gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht auch weiter im Advent der Zeit des Wartens mit dem Segen unseres Gottes, der uns ermächtigt, das Warten gut zu verbringen. Gott segne uns und behüte uns, Vater und Mutter zugleich, der uns in Jesus nahe gekommen ist, durch dessen Geist wir leben. Amen.